Let's play Games of History. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Games of History. Was war das? Diablo 1. Tja, in der letzten Folge haben wir das Level 4 der Dungeons erkundet. Und wir haben derzeitig zwei Quests. In einer geht es um einen Meteoriten, den Griswold gerne als Schmied verarbeiten würde, um uns irgendwas Nützliches zu machen. Und in der anderen Quest wurde Ogden, dem Wirt des Gasthauses, sein Schild gestohlen. Und er hat sich ein bisschen darüber beschwert, dass er und seine Familie unangetastet blieb. Was ich nicht so ganz verstanden habe. Aber na gut, ist ja egal. Und hier ist nun Wirt, der nun auch wirklich Wirt heißt. Und dessen Holzbein eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt. Und er hat uns was Besonderes zu verkaufen. Für nur 50 Goldstücke. Ja, dann schauen wir doch mal. Okay, was hast du denn? Ach, die 50 Goldstücke, die haben wir natürlich nur gezahlt, um das zu sehen, was er Tolles hat. Und er hat einen Elfenbeinhelm der Absorption. Ja, doch, der wäre nice, wenn wir uns ihn denn leisten könnten. Können wir aber nicht. Dann schauen wir doch mal weiter. Hier geht's nicht weiter. Wenn ich nur wüsste, wo dieser Meteorit runtergegangen ist, oder... Irgendwas von der Karawane hat er gelabert. Die wurde überfallen. Hier geht's auch nicht rein. Ich meine, er hätte in den Norden gesagt. Schauen wir doch mal in Quests. Ogdens Schild? Nee, der magische Stein. Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was ja, ja, das kennen wir alles. Karawane, schon klar. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen. Ja, Meteoritenstück. The caravan was ambushed by cloaked riders. Ach, nördlich, ja. Oh, nördlich. Nördlich ist da oben. Süden ist unten. Ach, der Säufer, der hat doch bestimmt... Der weiß was über den magischen Stein, da bin ich mir sicher. So. Egozentrisch. Egal, was du zu ihm sagst, er bezieht es nur auf sich und seinen Zustand. Seine Wünsche und Bedürfnisse stellt er über alles andere. Tja. Wo könnte dieser Meteorit sein? Hier geht's natürlich zu Adria, das wissen wir ja schon. Na gut, was weißt du denn über den Meteoriten? The Heaven Stone is very powerful, and were it any but Griswold who bid you find it, I would prevent it. He will harness its powers, and its use will be for the good of us all. Ja, sehr hilfreich. Not. Manchmal stoppt er einfach, da mag er nicht mehr weiter. Ah, Kühe. Kühe. Na. Hier sollte man doch mal. Hier sollte man graben können, finde ich. Können wir hier rein auf den Friedhof? Beim besten Willen. Ich finde diesen Meteoriten nicht, oder? Er ist hier draußen nicht zu finden. Er ist einfach auch in der Kathedrale. Das wäre schmal, ne? Was sollte er denn da? Nördlich von hier. Wie soll ich da hinkommen? Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Vielleicht löst sich das von selber auf. Dimensionstor activate.
So, da wären wir wieder. Vielleicht geht ja jetzt die Truhe hier auf. I can't open this yet. Jetzt, sagt er. Hier geht's runter nach Level 5. Irgendwas muss geschehen, bevor wir diese Truhe öffnen können. So viel ist klar. Nimm das und das und du. Komm her. Dann schlag ich dir den Schädel ein. Und warum? Ja, weil du es verdient hast. Du legst sie nieder. Oh. Ich bin natürlich voll reingelaufen, anstatt seitlich auszuweichen. Eine wunderschöne Nagelkeule, die wir nicht identifizieren können. Weil ich Depp mal wieder keine Identifikationsrollen gekauft habe. Tja, so bin ich. Die Ecke hätten wir erforscht. Dann schauen wir mal noch darunter. Ja, hier geht es wahrscheinlich nur zu diesem Abstieg ins fünfte Level, oder? Hier haben wir eine Fontäne der Tränen, die kennen wir ja schon. Oh, Snotspiel. Ja, ich bringe alle um. Oh. Okay, da lässt uns nicht passieren, es sei denn, wir bringen ihm die Standarte. Wir sollen die großen Typen töten und ich denke mal, das haben wir eh schon gemacht. Wir konnten die Kiste nicht öffnen, aber jetzt, wo wir die Quest haben, sollte das doch gehen. Die hätten wir platt gemacht. Wir laben uns an der Fontäne. So ein paar Tränchen. Tränchen. Ich trinke ja kein Wasser von den Fidschi-Inseln mehr. Ich trinke nur noch Tränen. Von Jungfrauen? Ja. Von jungfräulich geweinten Tränen. Das ist das neue Wasser. So, jetzt aber hier. Truhe. Dämliche Standard. Ach, das ist das Schild des Gasthofs. Das soll ich eigentlich nicht dem geben, sondern dem Okten. Tja, aber wir wollen hier passieren. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, wir schauen erstmal zum Okten. Yep. Dimensionstor. Activate. Vielleicht freut sich ja der Okten noch mehr als dieser Goblin. Und ich meine, der Okten hätte auch vorher schon gefragt. Bevor der Goblin mit seiner Bitte ankam. Einmal beim Pippin heilen lassen. What ails you, my friend? Und ein paar Tränkchen. Tun immer gut. Dann identifizieren wir mal unsere Nagelkeule. Hello, my friend. Was machst du, lieber Stay Kane? A while and listen. Lichtradius, ja. Super. Ganz toll, Kane. Was kann ich für euch tun? Und dir verkaufen wir den Schmarrn. Na, der fand die auch nicht besonders toll. Du reparierst noch unser Zeug. Sehr gut. So, Okten, willst du nicht das Schild haben? He didn't have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another one made. Well, let me see. What could I give you as a fee for finding it? What have we here? Oh, yes. This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you. Ja, vielen Dank. Oh, ein Harlekin kam. Aha. Das ist eine magische... Hello, my friend. Kappe.
Ist die nicht verflucht? Rüstungsklasse minus 3 ist natürlich nicht so schön. Plus 2 zu allen Attributen ist ganz okay. Nee, die werden wir nicht anziehen. Die schadet uns eher. Und er hat ja auch gesagt, Magier hat die fallen lassen, dagelassen. Was kann ich für euch tun? Was sollen wir dann bitte damit? Wir holen uns 1000 Goldstücke dafür. Ja, ich denke mal, jetzt hatten wir die Wahl. Geben wir es dem Ogden oder dem Goblin? Und jetzt müssen wir für unsere Wahl büßen. Denn der Goblin wird uns jetzt angreifen. Und nicht nur er. Dimensionstor. Activate. Okay. Da sind sie doch alle. Wusste ich doch. Ja, der hat mal eben ein paar Freunde zusammengerufen und ist jetzt sauer, weil wir nicht ihm das Schild gegeben haben. Stattdessen haben wir uns einen Unik geholt. Ja, ich mach nicht so gern, was Dämonen von mir wollen, ne? Insofern war das schon okay. Also, das gibt noch Exp, das gibt Gegenstände. Alles sehr gut. Einer nach dem anderen kommt hier durchs Tor und lässt sich abschlachten. Praktisch. Ach, das Leder. Ein Bogen. Alles weißer Kram. Schmeißen wir eh wieder weg. Kuster Polken. So, nimm das. Ganz schön viele, ne? Wenn die dich umstellen... Aber die laufen eh wieder weg, wenn einer stirbt. Insofern... So schlimm sind die nicht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Tja, das mit den Meteoriten, das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da draußen irgendwo ist, wo wir eh nicht hinlaufen können. Säbel, oh, Rüstung. Zwei Sachen behalten wir mal. Ja, dann, ich würde sagen, das hier haben wir erforscht, oder? Kann man irgendwie sich die Karte, ja, so kann man sich die nochmal angucken. Ja, ist eigentlich alles clear. So, und nach Level 5. Hier kommen wir her. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Was erwartet uns im nächsten Level? Wieder schwierigere Gegner. Ah, eine andere Umgebung. The smell of death surrounds me. Mhm. Das ist erst seit kurzem so? Oder hattest du diese Sinneseindrücke schon länger? Tenebrä. Ist auch irgendwas mit Nacht oder Dunkelheit. Ah. Eine neue Art Skelett, würde ich mal sagen. Oh. Hier geht's hoch zur Stadt. Aha. Oh, jetzt habe ich das schon gemacht. Aus Versehen. Ah. Ja, das ist quasi jetzt unsere erste Abkürzung. Oder die einzige. Auf jeden Fall können wir so in die Stadt, ohne ein Townportal aktivieren zu müssen. Dann nutzen wir doch das gleich mal, um unser Zeug zu identifizieren. Was kann ich für euch tun? Ja, erstmal noch nichts, danke. Hello, my friend. Stay a while and listen. Steht hier was? Nee, hier steht nicht, was das macht. Hä? Achso, am Reparieren bin ich. 1 bis 8, naja.
13 Rüstung. Haben wir schon mal abgelehnt. Was kann ich für euch tun? Das kannst du wieder haben. Hast du irgendwas Tolles, was wir gebrauchen können? Ich versuche immer zu scrollen, aber das geht irgendwie gerade nicht. Hä? Das Zeug sieht aus wie das Zeug, das der letztens auch schon hatte. Könnte wirklich mal neuen Bestand reinkriegen. So, wir hauen wieder ab. Sollte sowieso nur ein kurzer Abstecher werden. So, wo sind unsere, wo ist unser Art? Ja, da geht's wieder runter. Aber gut zu wissen, dass wir da eine Abkürzung haben. Hier geht's, runter zu Level 6, da gehen wir natürlich noch nicht hin. Wir haben das hier noch nicht erkundet. Also hier bin ich jetzt schon ein bisschen unheimlicher. Die Musik ist auch so ein bisschen... Und diese Steinwände, die machen so ein bisschen Beklemmung. Und man merkt auch, wie viel Lichtradius man hat, wie viel man hier ausleuchtet. Ja klar, zum Kämpfen ist der Schmarrn, aber... Gargoyles. Die machen wir platt. Die können sich manchmal einfach in Stein verwandeln. Und chillen so ein bisschen. Nicht mit mir. Du kommst nicht zur Ruhe. Na, der ist aber hartnäckig. Na, komm her. Nee. Du bleibst da. Kein Ausruhen für dich und auch nicht für dich. Du fällst jetzt um. Ich hole dich aus dem Himmel. Ja. Geht's noch? Die sind ja... Wie sind die denn drauf? Liegen hier rum wie so Vollidioten. Dämon Volatilis. Ein flüchtiger Dämon? So, da schießt zwar einer, aber wir füllen erstmal auf. Na, also. Das fuchst mich. So, schon besser. Ein dämlicher Dämon. Hier schießen sie wie die Vollidioten. Hallo? Was soll das? Ich habe das Gefühl, die Keule, die bringt sie wirklich bei denen deutlich mehr. Bei Skeletten haut die rein. Aber sie leecht natürlich nicht. Denke ich mal. Ja, es wird auf jeden Fall schwerer. Man merkt schon... Das Spiel zieht immer weiter an, je tiefer du kommst. Level up, yippie! Aua. Das hilft für Schmerzen nicht. Da hier ist eine ganze Schutzbrigade. Wir schießen wie die Irren. Gargoyles, die lassen sich auch nicht beirren. Und machen auch mit. Aua. Jetzt seid's mal nicht so. Wir ziehen uns erstmal zurück. Wenn wenigstens das irgendwie schneller ginge. Wir haben schon geholfen. Ein großer. Wir setzen mal wieder auf Stärke.
eine Truhe mit Falle übersehen. Da müssen wir natürlich direkt reinlaufen, wie wir es immer machen. Da geht er down und du auch. So. Geschieht da recht. Hier hat sich's immer noch nicht ausgeschossen. Massig Gaga sind hier auch noch am Start. Man kann irgendwie einen nicht länger fokussieren. Der fliegt dann weg, ein anderer kommt. So wechseln sich immer schön ab. Na komm. Das waren zwei Treffer, das habe ich doch gehört. Ja, schön ausholen. Heilt er sich komplett als Stein? Muss ich ihn quasi töten, bevor er sich wieder hinsetzt? Ah. Ha. Das war eine Falle, aber da ist natürlich noch ein Bogi. Und Gargoyles, ja. Die versperren sich den Weg, die schießen so lange. Die sind gar nicht mal so doof. Aber wir auch nicht. Oh, viele. Von hinten schießen sie, von vorne gargeulen sie. Ist auch ein bisschen eintönig langsam, dass wir überhaupt keine Skills nutzen können. Immer nur mit unserer Nahkampfwaffe eindreschen. Aber ich fürchte, das ist unser Los. Jetzt nehmen sie uns ganz schön hart ran. Aber der Schild, der blockt auch schön was. So, dich noch. Das erste Mal Ruhe hier. Heiliger Blitz. Können wir eh wieder nicht benutzen. Tränke schaut auch schon mal wieder schlecht aus. Immerhin haben wir noch ein Stadtportal. Ja, und wir können natürlich auch da hochgehen. Schauen wir mal noch, was hier so ist. Hä? Oh oh. Naja, Goblins. Sind nicht so wild. Lumpen brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt nur hier am Eingang stehe und da hinten einer würde die wiederbeleben, aber ich weiß gar nicht, ob es diese Wiederbelebung, ob es die schon gibt in Diablo 1 oder ob die auch erst in Diablo 2 eingeführt wird. Bisher habe ich noch keinen Beschwörer gesehen, was mich eher zu letzterem tendieren lässt. So, kommt's her. Ich schlag euch die Schädel ein. Also eine Klinge würde denen wahrscheinlich ein bisschen mehr schaden als die Keule. Aber ich habe auch keine Lust, ständig zu wechseln. Faszinierender Schein, das hört sich schon mal nicht so gut an. Intensität kommt auf Kosten der Weisheit. Heißt das, dass unsere Magie verringert und unsere Stärke erhöht? Vielleicht. So, du auch noch. Du kommst nicht zur Ruhe. So. Da ist noch ein Heiltrank. Sehr gut. Achso, da sind wir natürlich schon mal durchgelaufen. Ah, noch ein Heiltrank. Na dann. Dann können wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Ach, Goblins. Die sind sowieso nur Kanonenfutter für uns.
Aber die Gargoyles sehen schon ein bisschen mehr aus. Obwohl, wenn die aus Stein sind, oder sagen wir mal steinähnlich, müsste die Keule als Zerschmetterer auch mehr Schaden an denen machen. Aber logische Überlegungen haben hier sowieso nicht so viel Wert. In dieser Oldschool-Welt. Das Hack and Slay. Hack and Slay? Click and Slay? Hacky Sack? Nichts übersehen. Was hier? Nichts. So, was haben wir hier unten? Auch wieder nichts. Also leere Räume und leere Ton, die finde ich irgendwie seltsam. Verstören mich ein bisschen. Warum ist da nichts? Ach da, ja, ein Goblin. Der hat hier im hintersten Eck auf uns gewartet. Ja, dann latschen wir mal wieder zurück. Den möglichst kürzesten Weg. Momentan ist hier nichts Interessantes. Gut, dann schauen wir mal, was hier drüben ist. Ein paar Skelette. Mit denen machen wir kurz einen Prozess. Wenigstens die haben uns nichts entgegenzusetzen. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Noch ein paar Skelette. Nö, brauchen wir nicht die Lederrüstung. Was wir langsam brauchen, sind Heiltränke. Das ist ein bisschen der limitierende Faktor in unserer Erkundungslust. Ist auch dämlich, oder? Da kommt einer hinter dir her und packt auf dich ein und du setzt dich erstmal hin und chillst ein bisschen. Naja, jeder wie er meint, ne? Jagdbogen brauchen wir nicht. Skelett machen wir platt. Was ist hier? Gold. Das hingegen brauchen wir schon. Noch ein paar Bogenschützen. Na, hallo? Wie oft kann man denn daneben fahren? Der steht direkt vor ihm, ne? Aber der haut daneben. Ah, hier ist ganz gut im engen Gang. Kommen sie nicht so hart aus. So, du gehst down. Feuerball. Können wir bestimmt wieder nicht benutzen. Tja. Du bist das als Krieger. Das ist der letzte Raum. Da schauen wir auch nochmal rein. Der ist voll mit Skeletten. Schon mal die Hand auf die, den Finger auf die 7 legen. Nicht ins Feuer. So. Haben wir noch geschafft, ohne einen Trank zu nehmen? Mana-Schild, ja. Verschiebung. Mana-Schild bringt uns jetzt nicht so viel. Das heißt, statt unseres Lebens würden die Monster erst einmal auf unser Mana einkloppen. Aber wir haben eh kaum was, deswegen hält auch unser Mana lange durch. So, ja, dann gehen wir erstmal wieder in die Stadt, verkaufen, etc. Das kennt ihr ja mittlerweile.
Rolltreppe. Activate. Da sind wir auch schon wieder. Das Zeug hier. Achso, die braucht man. Nee, die brauchen wir nicht. Aber die können wir mal benutzen. Ach, spaßeshalber. Was kann ich für euch tun? Einmal reparieren, bitte. Das nicht. Den verkauf mal. Hast du neue, tolle Waren? Dauer 8 bis 20. Hohe Stabilität ist jetzt nicht der beste Bonus. Ah, 6 bis 20. 10.200. Bist du narrisch. Ja, so eine Zweihandachse ist natürlich eher aggressiv. Unser Schild ist eher defensiv. Ja. Ist natürlich schon das. Ach, die nehmen wir mal. Ist einfach mehr Schaden. Und mehr Schaden ist immer gut. Können wir kaum noch was tragen, es sei denn. Es sei denn, wir gehen doch zu Adria. Stay a while and listen. What ails you, my friend? Nö, nö, hab grad keine Zeit. Vielleicht ein andermal, Kane. So, kloppen wir uns wieder voll mit Tränken. Wir wissen ja, wir brauchen's. Ja, und wie es dann weitergeht, liebe Leute, sehen wir natürlich wie immer in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.